Ampel in Notlage, ohne Geld, ohne Vertrauen. Und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer, an diesem Donnerstagabend. Das Urteil aus Karlsruhe hat alles verändert, nur den Kanzler nicht. Der hält an seinen Zielen fest und verspricht den Bürgern, dass sie von der Finanznot nichts merken werden. Wie das gehen soll, bleibt sein Geheimnis. Für das laufende Jahr könnte die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt werden. Aber was wird 2024 und danach? Die Opposition will unter anderem das Heizungsgesetz rückabwickeln. Und in der Ampel will bisher jeder etwas anderes. Wie befreien sich die drei Parteien aus der selbstgemachten Not? Sind Neuwahlen die letzte Lösung? Auch darüber will ich reden mit diesen Gästen. Der Parteivorsitzende der CDU, Friedrich Merz. Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD. Von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt. Und der Ökonom Lars Feld. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt alle Gäste noch mal ausgesprochen herzlich. Gestern stand die Regierung vor einem Haushaltsloch. Heute ist sie einen Schritt weiter. Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. You'll never walk alone. Keine Entschuldigung, keine Ansage, wie die Ampel das Haushaltsloch stopfen will. Der Kanzler tappt im Dunkeln. Hohn und Spott im Bundestag. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie können es nicht. Die Ampel uneins über fast alles, außer Machterhalt. Schuldenbremse reformieren? Schuldenbremse 2024 erneut aussetzen, wie es Grüne und SPD fordern? Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für einen Notlagenbeschluss 2024 vorliegen würden. Auch nach dem Koalitionsausschuss gestern unklar, wer wen von was überzeugen konnte. Deswegen wäre das Beste, anstatt endlos dahin zu siechen und immer neue Beschlüsse zu treffen, dass es Neuwahlen gibt. Je früher diese Bundesregierung abgelöst wird, umso besser ist es für Deutschland. Der Termin der Europawahl könnte ein solcher Termin sein. Friedrich Merz ist bei uns. Herr Merz, wenn Neuwahlen, dann mit Ihnen als Kanzlerkandidat? Das entscheidet die CDU zum richtigen Zeitpunkt. Herr Söder wäre sogar dafür. Markus Söder sagt, der Fiete macht das. Ja, ist doch gut. Juni 24? Das hängt jetzt sehr viel von der Bundesregierung ab. Die Bundesregierung muss Entscheidungen treffen. Und dann werden wir sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Mhm. Robin Alexander ist bei uns, Journalistenkollege von Die Welt, stellvertretender Chefredakteur da. Ist dieses Haushaltsloch, Robin Alexander, so groß, dass darin eine Regierung verschwinden könnte? Das Haushaltsloch, wir wussten ja bis gestern nicht, wie groß es ist. Und dann hat Christian Lindner en passant gesagt, dass er jetzt erstmal 17 Milliarden sucht. Wie sich das errechnet, weiß auch niemand. Mhm. Das kann man sagen, man überlegt, der Etat ist 470 Milliarden und noch ein bisschen mehr. Die findet man. Aber das Problem dahinter ist, dass hinter diesen Zahlen sich eine Unsicherheit verbirgt, welche Politik soll eigentlich gemacht werden. Also diese Fonds, die jetzt sozusagen aufgeflogen sind, haben überdeckt, dass man sich nicht einig war, was man eigentlich tun will. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was sehr schwierig ist, in der Mitte einer Legislaturperiode zu heilen, wenn man auch schon vorher mit Geld zugedeckt hat. Und vorher hat das ja auch schon nicht wirklich gut funktioniert. Mhm. So, von daher, die 17 Milliarden finden wir. Deshalb fand ich es auch falsch, dass Herr Merz gesagt hat, wir sind in einer Staatskrise. Staatskrise ist in Argentinien, wenn die Gelder nicht mehr gezahlt werden. Da sind wir nicht. Wir sind in einer veritablen Regierungskrise. Mhm. Herr Merz? Ja. Hat er recht. Hat er recht. Wir sind noch nicht in argentinischen Verhältnissen. Und wenn der Kanzler behauptet, für den Bürger wird sich wenig ändern in seinem Alltag, das wollte ich gerne noch mal nachfragen. Irrt er da nicht? Wird sich nicht massiv etwas ändern, wenn man an die Preisbremsen denkt für die Energie, wenn man an die Gastro-Mehrwertsteuererhöhung denkt, wenn man an die CO2-Bepreisung denkt? Also kommt auf den Bürger nicht tatsächlich mehr zu als der bekannte Alltag? Das sind jetzt unterschiedliche Dinge. Also diese Mehrwertsteuererhöhung für Gastro war schon vorher, da ist es einfach was ausgelaufen, egal wie man dazu steht. Mit den Energiepreisbremsen. Aber trotzdem wird es teurer und das ist zu zahlen. Ich wollte jetzt nur sagen, ja, es wird Preiserhöhung. Egal wie man dazu steht, früher hat ja das Schnitzel auch 19% Mehrwertsteuer gehabt. Also das ist ja jetzt kein Weltuntergang. Und die Energiepreisbremsen würden ein Problem werden, wenn die Energiepreise wieder durch die Decke gehen. Danach sieht es aber im Moment nicht aus. Ich finde, das Schwierige an Scholz' Argumentation ist,
wenn es alles so undramatisch ist, warum macht die Regierung denn dann so ein Drama? Und natürlich, die Rente wird weitergezahlt, das BAföG wird weitergezahlt, aber das gesamte Vorhaben, wie machen wir die Energiewende, hängt ja daran. Das wird jetzt neu verhandelt. Und das ist keine kleine Frage. Sondern das ist keine Kleinigkeit, sondern eine Großigkeit. Bei uns ist Saskia Esken die Parteivorsitzende der SPD. Frau Esken, Sie freuen sich jetzt darüber, dass es die für 23 noch eine erklärte Notlage gibt. Dagegen will die Opposition offensichtlich nicht klagen. Und können damit rechnen, dass dieser Haushalt und dieses Geld für die Regierung sichergestellt ist. Aber was kommt danach? Glauben Sie tatsächlich, dass ab 2024 es noch mal gelingt, eine Notlage zu erklären? Erst recht mit dem letzten Gedanken von Robin Alexander, dass es ja ganz viele Begründungen gab, warum die Lage eigentlich nicht so schlimm ist in Deutschland, auch seitens des Kanzlers. Nein, Frau Illner, ich freue mich natürlich nicht über eine Notlage, die wir erklären müssen für den Haushalt. Ich freue mich vielleicht auf Weihnachten, aber diese Krisen, die sich ja auch auf den Schultern der Menschen stapeln in Deutschland, die sind ja vorhanden, die sind ja nicht vorbei. Wir haben aber Ende 22 im guten Gewissen und im guten Glauben daran, dass es auch richtig so ist, die Notlage erklärt, um dann anschließend für die kommenden Jahre Kreditermächtigungen zu erlauben, um die Krise weiterhin zu bewältigen, zum Beispiel eben die Gas- und Strompreisbremsen zu finanzieren. Jetzt hat sich herausgestellt durch das Urteil des Verfassungsgerichtes, dass das nicht der richtige Weg war. Das ist in Ordnung, das akzeptieren wir selbstverständlich und deswegen haben wir jetzt für 2023 sozusagen im Nachhinein diese Krise noch mal erklärt. 22 war es auch Ende des Jahres, das kann man schon machen, wenn man eben feststellt, dass die Krise anders nicht zu bewältigen ist. Und wir sind der Auffassung von der SPD, dass eben auch für 2024, weil die Krisen ja fortdauern und auch ihre Folgen vor allem fortdauern, nochmal erklärt werden muss, um nochmal die Möglichkeit zu haben, eben Kredite aufzunehmen für die Bewältigung der Krise. Und Moment, da ist Moment, aber worüber jetzt auch gesprochen wird, das ist ja die Finanzierung der Transformation, also der Klimaneutralität, auch der Ansiedlung von Chipfabriken, also unsere Wirtschaft zukunftsfähig auch zu halten. Das ist ein ganz anderes Thema. Es ist ein anderes Thema. Und darüber reden wir noch. Damit dürfen wir nicht argumentieren für die Notlage. Das ist keine Notlage. Das ist auch gut erklärt worden. Ja. Das hat Deutschland jetzt, glaube ich, auch verstanden. Ja, der Bundeskanzler zum Beispiel hat es erklärt in seiner Regierungserklärung. Der hat es jetzt auch verstanden, dass man nicht seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wissen, noch zu einer aktuellen Notlage benutzen kann oder um es zu begründen. Herr Merz, 2024, Sie haben gesagt, gegen 23 klagen Sie nicht, weil Sie diese Notlagenbegründung sehen und glauben, dass die Regierung natürlich dieses Geld zur Verfügung haben soll. 2024 würden Sie dagegen klagen, wenn die Ampel eine Notlage auch für dieses Jahr ausruft. Für 2023 haben ja auch die Sachverständigen in einer Anhörung des Haushaltsausschusses gesagt, das kann man so machen, das kann man reparieren. Ja, auch deswegen werden wir das uns genau anschauen. Es kommt ja am Freitag, also morgen in den Bundestag. Und werden wir uns noch mal genau anschauen. Da wird es ja noch Anhörungen noch mal geben. Aber ich gehe mal zunächst davon aus, dass man das so machen kann. Für 2024 bin ich mit Christian Lindner einer Meinung, der Staat hat kein Einnahmenproblem, sondern er hat ein Ausgabenproblem. Und ich finde, dass dies zunächst einmal in der Regierung geklärt werden sollte. Und wenn das so ist, und ich teile diese Einschätzung, bei 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen, bei 445 Milliarden Euro Bundeshaushalt, dann kann es keine Notlage geben, wenn man jetzt mal 17 Milliarden Euro an anderer Stelle einsparen muss. Ich glaube, dass das geht und ich bin ganz auf der Seite von Christian Lindner. Interessant, wir fragen Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen. Glauben Sie, dass diese Summe stimmt, Frau Göring-Eckardt? Reden wir nur über 17 Milliarden oder wird das eigentlich mehr sein, weil die 15 Milliarden aus dem KTF noch dazugerechnet werden müssen? Ja, diese Rechnung müssen wir uns tatsächlich also genau 4 anschauen. Mal 15. Ja, genau. Und es geht ja um was Jährliches und deswegen reden wir über dieses Jahr und die Notlage dieses Jahr. Deswegen reden wir über nächstes Jahr, wo wir auch noch, und das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt, die Belastungen haben werden leider aus dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Und wenn man der Meinung ist, dass man weiter Waffen liefern will, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man der Meinung ist, dass man Wiederaufbau gewährleisten will, dann ist das eine außerordentliche Situation, unter anderem so. Aber wir können nicht sagen, bei allem, was dann weiterkommt, und zu Recht ist ja gesagt worden, dass die Frage, wie kriegen wir eine klimaneutrale Wirtschaft hin, darum geht es ja letzten Endes, dass man die auf diese Weise in Zukunft finanzieren kann. Und dann müssen wir über andere Instrumente reden, dann müssen wir darüber reden.
Genau. Ja, wie die Schuldenbremse in Zukunft ausgestaltet wird. So, und dann ist dennoch ein klassischer Befund, dass die Energiepreisbremsen, ich komme noch mal darauf zurück, weil es die Leute ja betrifft, es hat ja Auswirkungen auf die Bürger, dass die von Christian Lindner annotiert waren. Also er hat gesagt, die laufen aus zum Ende des Jahres. Und dann waren plötzlich die Sozialdemokraten ganz wütend auf den Bundesfinanzminister. Schauen Sie mal. Die Strompreisbremsen und Gaspreisbremsen werden ebenfalls zum Jahresende beendet. Einseitig das auszuverkünden, ohne dass wir das gemeinsam besprochen haben, das geht so nicht. Dass wir die Energiepreisbremsen gleichwohl zu Beginn des kommenden Jahres beenden können, hat einen einfachen Grund. Und der Grund ist, dass die Energiepreise jetzt nicht mehr so hoch sind. Das hat Herr Scholz am Dienstag im Bundestag erklärt. Warum hat Lars Klingbeil den Finanzminister, also Herrn Lindner, beschimpft, wenn Olaf Scholz dasselbe sagt? Stimmen die sich untereinander nicht ab? Da lagen ja ein paar Tage dazwischen. Zwei Tage. Da lagen Tage dazwischen. Und Christian Lindner hat eben diese Entscheidung ohne Absprache verkündet. Dennoch ist sie richtig. Gleichwohl hat Christian Lindner hat es gesagt und war nicht mit Olaf Scholz abgestimmt, glauben Sie mit das? Mit Olaf Scholz war er wohl abgestimmt, aber offensichtlich nicht mit Lars Klingbeil. Wir wussten von dieser Absprache nichts und deswegen haben wir in dem Moment so reagiert. Aber es ist ganz klar, dennoch ist es ja ganz klar, dass die Energiepreise so sind, dass sie den Deckel gar nicht mehr erreichen, den wir eingezogen haben, um die Bürgerinnen und Bürger, übrigens auch Unternehmen, vor zu hohen Energiepreisen zu schützen. Wir haben, glaube ich, mit gutem Grund diese Energiepreisbremsen bis zum Ende des Winters begrenzt. Weil der Winter eben, uns wurde auch vor einem Jahr ja noch gesagt, dieser Winter, wenn ihr den gut übersteht, ist gut, aber der nächste wird noch schwieriger in Bezug auf die Gaslieferungen und die Gasspeicher und die notwendige Bevorratung. Und das hat sich nicht als wirklich problematisch herausgestellt, wenn der Winter jetzt nicht sehr hart wird. Was man noch nicht weiß. Und deswegen ist es wichtig, dass der Bundeskanzler auch gesagt hat, jetzt lassen wir die Strom- und Gaspreisbremsen auslaufen, aber wann immer es notwendig sein würde, sind wir selbstverständlich in der Lage zu reagieren. Und das hat auch der Finanzminister bestätigt. So, und dann fragt man ja sonst sich ein logisches Argument, wenn diese Energiekrise als Begründung für eine Notlage benutzt wird und auf der anderen Seite aber eben diese Energiepreisbremsen auslaufen sollen, ist das in sich ein kleiner Widerspruch. Und auf der anderen Seite haben die Menschen natürlich den höheren Preis von vor dem Krieg zu zahlen. Also weiß der Bundeskanzler Frau Göring-Eckert, dass Gas doppelt so teuer geworden ist im Vergleich zu 2020 und dass Strom 15% teurer ist? Nee, wir sind ja jetzt wieder bei Preisen, die unter den Preisen sind, die vor dem Krieg waren. Aber nur mit Neuverträgen, das mit Neuverträgen, die man ja glücklicherweise machen kann. Deswegen, da würde ich auch sagen, das regelt nun wirklich der Markt. Und erstmal muss man ja sagen, es ist ein krasser Erfolg. Ne? Also wir sind sehr, sehr schnell unabhängig geworden von Putins Gas. Wenn ich mir überlege, wie viele Jahre und eigentlich fast Jahrzehnte immer gesagt worden ist, von Angela Merkel und von vielen anderen, auch Sozialdemokraten, da brauchen wir unbedingt, kommen wir gar nicht von los. Andere möchten gerne, dass wir noch mal über die Atomkraft reden. Aber im Grundsatz haben wir jetzt eine Stabilität der Energieversorgung erstens und zweitens auch eine Stabilität der Preise. Da kann man froh sein. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen, das kann ja immer passieren, in solchen krisenhaften Zeiten schwierig wird, dann werden wir uns drüber beugen und werden sagen, wie unterstützen wir die Leute, dass die nicht in eine schwierige Lage kommen. Das ist doch klar. Aber Frau Illner hat ja einen Punkt. Die Preise sind natürlich höher. Und deswegen haben wir auch dafür gesorgt, dass in den Kosten der Unterkunft für die Bürgergeldbeziehenden und dass auch im Wohngeld eine höhere Heizkostenpauschale drin ist. Die Kosten sind jetzt höher. Das ist klar. Es war aber von Anfang an klar, dass Gas und Öl teurer werden würden. Verträge machen kann. Ja. Und dass wir deswegen auch diejenigen, die eben es besonders schwer haben, auch unterstützen. Okay. Wir reden über zwei Dinge jetzt folgend. Erstens über eine Entschuldigung und zweitens über, wie kommt diese Ampel zu einem Plan? Wir fragen Frau Göring-Eckert, ob auch Sie in der Rede von Olaf Scholz eine Entschuldigung vermisst haben. Katharina Dröge, meine Fraktionsvorsitzende, hat es gemacht. Ha. Das haben wir als Regierung gemeinsam falsch eingeschätzt und das bedauern wir. Das kann ich ganz klar sagen. Das war für niemanden gut, dass wir das falsch eingeschätzt haben. Und Christian Lindner hat gesagt, dass es peinlich ist. Haben Sie meine Pressekonferenz vom Montag auch gehört? Da haben Sie was gesagt? Dass es ein Fehler war. Dass es ein Fehler war? Herr Lindner sagt, dass es peinlich war? Ich finde es richtig, das einzugestehen. Wir haben damals, ich habe ja auch mitgesessen bei den Koalitionsverhandlungen, wir sind damals davon ausgegangen, dass das geht und hatten viele Berater, die uns gesagt haben, dass das geht. Und ich sage das als jemand, die jetzt nicht Finanzpolitikerin ist und ich bin auch davon ausgegangen, dass das funktioniert.
Aber man muss hinterher jetzt sagen, nein, das war falsch. Und dann muss man nicht nur diesen Fehler eingestehen, sondern man muss sich überlegen, wie kommt man aus dieser Situation jetzt wieder heraus. Und da geht es jetzt auch nicht um Parteipolitik und wer hatte Recht und wer hatte nicht Recht, sondern es ist jetzt eine riesige Anstrengung. Und da sind zwei Sachen wichtig. Erstens, dass wir die klimaneutrale Zukunft der Wirtschaft hinbekommen, damit die noch bei uns investieren, damit die bei uns bleiben. Und zweitens ist ganz zentral, dass die Leute, die wenig haben, nicht diejenigen sind, die am Schluss draufzahlen. Und das ist der Punkt. Und diese könnte man vielleicht auch anders machen, als man es bisher gemacht hat. Definitiv. Wir kehren zurück zu der Frage. Robin Alexander ist dran. Worin kann jetzt ein Plan bestehen? Man hatte bei dieser Koalitionsausschusssitzung gestern nicht das Gefühl, dass in diesen anderthalb Stunden... Also ich war dabei. Sie wird gleich gefragt, dass in diesen anderthalb Stunden tatsächlich schon offene Türen eingelaufen wurden oder... neue Verbünde geschlossen wurden. Worin kann der Plan bestehen bei drei Parteien, die bisher eigentlich in andere Richtungen gedacht haben? Naja, vor allen Dingen haben wir ja gerade gelernt, dass Olaf Scholz noch nicht mal seiner eigenen Partei Bescheid sagt. Der Spitze nicht. Also das ist ja irgendwie, ich bin immer noch ganz erschrocken. Ja. So, worin der Plan besteht, man kann einfach gucken, was man einspart. Ich meine, haben ja früher Regierungen auch so gemacht. Ist ja nicht die erste Regierung der Welt, die irgendwie... sparen will. Oder sparen klingt ja auch immer so, ich fahre nur an die Nordsee statt nach Ibiza und lege was auf die hohe Kante, damit meine Tochter studieren kann. Das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, immer mehr ausgeben, etwas weniger ausgeben. Ja. Der Etat ist ja nicht kleiner, als er bei Merkel war. Der ist ja viel, viel größer, als er bei Merkel war. Der ist über ein Drittel größer, als er 2019 war. Ja. Also ohne die Schattenhaushalte. Ne? Also das ist ein sehr seltsamer Begriff von Sparen, den wir verwenden. Mhm. Und das könnten die machen. Die Frage ist, ob sie es wollen. Und da geht ja genau der Streit. Und im Moment hört man, dass ein Kuhhandel erwogen wird, dass also sowohl die SPD und die Grünen ein Lieblingsprojekt schlachten müssen. Mhm. Also jeder gibt etwas? Und Christian Lindner dann sagt, okay, dann machen wir 2015 noch mal die Notlage. Wobei 2024, Entschuldigung, die Notlage. Wobei ich sagen muss, in so einem Kuhhandel, dann wird es dann schwierig. Weil eine Notlage kann nicht die Notlage der FDP in der Ampel sein. Das muss schon eine Notlage sein, die irgendwo auf der Welt passiert ist. Ich würde empfehlen, da tatsächlich mit denen zu sprechen, die auch dabei sind. Kuhhandel werden in dieser Koalition nicht geschlossen, sondern wir setzen uns zusammen, schauen uns die Lage an und machen uns auf die Suche nach Lösungen. Das ist in diesem hervorragende Raumtemperatur. In dem Koalitionsvertrag sehr gut gelungen. Und da sind ja auch schon drei Parteien zusammengekommen, die sehr unterschiedlich sind, die unterschiedliche Herkünfte haben, unterschiedliche Erfahrungen haben, auch in Bezug aufs Regierungshandeln. Und die sind zusammengekommen und sie sind auf der Grundlage ja auch dieses Tricks zusammengekommen, den man für verfassungsgemäß gehalten hat und der es nicht war. Wir reden übrigens über zwei Dinge. Ja? Das eine ist die Übertragung von Corona-Hilfsmitteln in den KTF. In den Corona-Hilfsmitteln, die wir, sie waren nicht dabei, aber wir gemeinsam verantwortet haben, war auch schon eine ganze Menge Transformation drin, weil man die Wirtschaft auch in Krisenzeiten stützt, indem man sie, sagen wir mal, schon auch in eine Richtung bewegt und nicht nur irgendwie stützt. Und da waren digitale Wirtschaftsgüter schneller abschreiben und auch klimaneutrale Flottenumbau und so weiter. Da war eine Menge drin, wurde aber nicht abgerufen, weil die Wirtschaft so da niederlag und auch die Institutionen, die da ihre Flotten tauschen sollten, dass kaum was abgerufen wurde, das wurde übertragen. Das ist jetzt für falsch befunden worden. Okay, damit müssen wir umgehen. Das andere ist aber der WSF. Das war eben die Aufnahme von Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Entschuldigung, ja, genau. Der Doppelwumms, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der Ende 2022 aufgenommen, also Kreditermächtigungen wir uns genommen haben, um in den Folgejahren die Energiepreiskrise zu bewältigen. Die Energiepreiskrise geht aus vom Überfall Putins auf die Ukraine, wobei man sagen muss, Anfang 2022 hatten wir schon eine Inflation von 6% und Probleme mit den Energiepreisen aus Corona raus. Das muss begründet werden. Das wurde damals begründet mit den Energiepreisen. Jetzt müssen wir eben jedes Jahr begründen. Jedes Jahr erklären, wir haben eine Notlage, jedes Jahr begründen. Und das Verfassungsgericht sagt, jedes Jahr ist die Hürde für die Begründung etwas höher. Okay. Und das werden wir, und dazu werden wir auch in der Lage sein. So, das ist tatsächlich zu hinterfragen. Die Mittel für die Transformation müssen wir tatsächlich aus dem Haushalt finanzieren. Und das ist jetzt die nächste große Aufgabe. Die große Herausforderung dafür, die notwendigen Mittel
mit Sicherheit durch Einsparungen oder, bereitzustellen. Herr Merz, wir sind jetzt beim Durchdeklinieren dessen, was man tun könnte. Oder man erfindet ein Sondereigentum-Klima. Sie waren als Opposition bereit, das bei der Verteidigung zu tun. Könnten Sie es sich auch bei der Finanzierung dieser riesigen Transformation vorstellen? Ich will mal zunächst auf die Entstehungsgeschichte dieses Problems noch mal zu sprechen kommen. Ja. Dass hier ein verfassungsrechtliches Risiko beträchtlichen Ausmaßes liegt, das musste der Koalition klar sein. Mhm. Die Sachverständigen haben das gesagt. Im Bundesrat ist es von Ministerpräsidenten gesagt worden. Wir haben es gesagt. Das war erstaunlich. Was noch erstaunlicher war, war, dass die Bundesregierung offensichtlich von der Entscheidung am 15. November vollkommen überrascht worden ist. Ja. Keine Vorbereitung für den Fall, dass das so ausgeht. Mhm. Wir hätten diese Klage ja nicht gemacht, wenn wir nicht der Meinung gewesen wären, dass das so ausgehen könnte. Aber die Bundesregierung hat das vollkommen ignoriert. Und jetzt haben wir heute Donnerstag der dritten Woche danach. Und die Bundesregierung weiß immer noch nicht, wie sie damit umgehen soll. Und Frau Esken, Ihre Sitzung da gestern Abend in allen Ehren. Aber wir wissen immer noch nicht, ob wir jetzt einen Nachtragshaushalt, das machen wir diese Woche 2023 beschließen, okay, am Freitag, morgen. Aber ob wir 2023 noch einen Bundeshaushalt 2024 beschließen, wir haben jetzt den 30. November. Mhm. Sagen Sie dem Deutschen Bundestag immer noch nicht. Also Sie scheinen doch offensichtlich in der Koalition sehr viel größere Probleme zu haben, als Sie es im Augenblick hier gerade darstellen. Wir haben einen sehr klaren Zeitplan. Dann sagen Sie uns den doch. Der sehr ambitioniert ist und wir hoffen sehr, dass wir ihn einhalten können. Wenn wir wissen, dass wir ihn einhalten können, dann sagen wir Bescheid. Also dann sagen Sie ihn uns heute. 50. Woche, wir sind am Ende des Jahres. 15.12. Das wird bis in der kommenden Woche zu klären sein. Das ist ganz klar, sonst können die Fristen nicht einhalten. Sie kriegen zwischendurch interessante Angebote, Herr Merz, weil unter anderem Frau Dröge von den Grünen sagt, sie möchte sie gewinnen, um die Schuldenbremse zu reformieren. Und da ist sie interessanterweise nicht allein, weil das auch Kollegen Ministerpräsidenten der CDU teilen. Ja. Und oder sagen, dass eben ein Weiterlaufen dieser Notlagen klug wäre, um, Zitat, wichtige Investitionen zu ermöglichen. Wir hören Ihnen mal zu. Ich habe eine klare Haltung. Die Reform der Schuldenbremse für Zukunftsinvestitionen ist dringend erforderlich. Und die Ministerpräsidenten von Sachsen und NRW fordern einen Sparkurs, an dessen Ende kann dann ein Pakt für Deutschland stehen und vielleicht ein Gespräch über eine Veränderung der Schuldenbremse. Und wenn dann noch was übrig bleibt und wir kriegen es mit den Regeln der Schuldenbremse nicht hin, dann kann man sich das angucken. Also wenn Ihre Strategie war, die Ampel da ein bisschen zappeln zu lassen, haben das Ihre Freunde vielleicht erstmal nicht verstanden? Nein, das ist nicht die Strategie, die Ampel zappeln zu lassen. Ich meine, wir haben ja gerade hier heute Abend auch gehört, dass die Koalition offensichtlich nach eigenem Bekunden dabei ist, das Problem zu lösen. Mhm. Und wieso sollen wir heute Abend oder überhaupt in diesen Tagen über die Schuldenbremse sprechen, wenn die Koalition sagt, wir lösen das Problem? Und der Bundesfinanzminister sagt, ich komme mit dem Geld aus, der sagt es ja, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. So, wenn wir kein Einnahmenproblem haben, da brauchen wir doch noch nicht mal über eine Notlage zu sprechen, geschweige denn über eine Änderung der Schuldenbremse. Nein, das geschieht aber, Herr Günther, auch anders mit der Notlage. Ne? Der hat in Schleswig-Holstein ein Problem, unter anderem durch die letzte Sturmflut, wo er wirklich in einem relativ kleinen Landeshaushalt überfordert war und deswegen nach der Landesverfassung eine Notlage erklären muss. Eine völlig andere Lage als die wir hier im Bund haben. Würden wir im Ahrtal nicht mit einstehen, dann hätten auch andere Landesregierungen das Problem. Mit Verlaub, dieses Ahrtal sind 1,6 Milliarden Euro. Und wir reden das machen Sie aus dem Bundeshaushalt im Vorbeigehen. Dafür brauchen Sie keine bundesweite Notlage zu erklären. Das wollen wir den Menschen da mal nicht erzählen. Also dann fragen Sie mal die Menschen, wie die das Krisenmanagement an der A finden. Ich war da vor einem Jahr, das sieht schrecklich dort aus. Also mit der Begründung kommen Sie nun wirklich nicht durch. Robin Alexander, wird es gelingen, aus dieser Phalanx der Ministerpräsidenten durch die Ampel Kollegen herauszubrechen, um für eine Reform der Schuldenbremse zu kämpfen? Also ich glaube, Kai Wegner ist da ein Spezialfall. Und ich habe auch gestaunt, dass er sich dieses Zitat getraut hat, weil das ist ja ein Landespolitiker aus Berlin. Und die Berliner CDU, wo Herr Wegner auch vor 20 Jahren schon eine Rolle spielte, hat einen Landeshaushalt hier mal angerichtet, der war so ungefähr zwischen Griechenland und Simbabwe. Ich weiß noch, und ein großes Verdienst der deutschen Sozialdemokratie, den saniert zu haben übrigens. Also das fand ich gerade so aus. Der Herr ist nicht mehr Mitglied.
Aber er hat den Haushalt saniert. Aber Herr Wowereit damit ist noch Mitglied. War er noch in der, ja. Herr Wowereit war SPD. Wie auch immer. Sie spielt auf Herrn Sarrazin an. Sarrazin, ist auch egal. Auf jeden Fall. Das hat mich, also bei Kai Wegner hat es mich überrascht. Und bei den anderen, die haben ja eigentlich nur gesagt, erst soll gerechnet werden, dann soll priorisiert werden. Das ist so das dann, Tarnwort für sparen. Ja. Und dann können wir über alles reden. Ja. Und das wäre ja auch komisch, also das ist ja der logische Dreischritt. Ja, finde ich auch vollkommen richtig, so heranzugehen. So muss auch eine Regierung herangehen. Das ist jetzt nicht nur eine Aufforderung der Ministerpräsidenten zu Recht, weil die bräuchte man ja auch, wenn man die Schuldenbremse erweitern will. Und darum geht es ja. Es geht ja um eine Stabilisierung der Schuldenbremse. Da bin ich dafür. Ich habe immer dafür gestimmt auch. Mhm. Bei dieser Schuldenbremse nicht mehr aus der Opposition heraus, weil die wirklich schlecht gemacht war. Aber ich fand es richtig, als wir sie eingeführt haben, weil es eine Generationenfrage ist. So, jetzt haben wir aber noch ein paar mehr Generationenfragen. Und an denen können wir nicht vorbei. Und die Investitionsstaus, man muss es ja wirklich in der Mehrzahl sagen, sind gigantisch. Und wir können daran nicht vorbeischauen. Und deswegen sind auch die Landesministerpräsidenten so drauf, dass sie sagen, also wir haben über 40 Milliarden Staus bei den Schulen, wir haben bei den Straßen Staus, was mit der Bahn los ist, wissen wir alle, was in unseren Städten los ist, wissen wir alle. Und deswegen jedes Mal, wenn jemand sagt, wir können keine weiteren Schulden aufnehmen, dann hören die Bürgermeisterinnen und die Bürger ganz laut, das heißt dann kein Geld für Schulen, kein Geld für Straßen, kein Geld für Schiene und auch kein Geld für die Städte. Und das können wir uns nicht leisten. Aber ist es nicht eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so frage, auch eine ganz geschickte Strategie? Robert Habeck stellt sich jetzt hin und sagt, alle unsere Vorhaben müssen kommen, die sind zentral. Ja. Und alle Ministerpräsidenten der Länder sagen, unbedingt. Und hat damit natürlich sofort die größten Fans auf der Seite, wenn er jetzt signalisiert, diese Form zu fördern und zu fordern und Industrieansiedlungen zu unterstützen durch den Staat. Die machen wir aus inhaltlichen Gründen, aber wir machen sie vielleicht auch aus politischen Gründen, weil sich die Ministerpräsidenten dann einfach bedanken. Es gibt schon auch noch ein paar Wirtschaftswissenschaftler, die dem zustimmen. Gründe, es gibt machen soziale wir Gründe dafür. Gleich einer. Man kann ja der Meinung sein, man möchte in dieser Situation, dass das, was die Vereinigten Staaten machen, ne, mit über 700 Milliarden Dollar, dass man denen das alles irgendwie hinschenkt. Oder man kann eben sagen, unser Industriestandort ist eminent wichtig und genau darum geht's. Und dann kann man priorisieren, dann kann man sich streiten, was richtig, was falsch ist an zusätzlichen Mitteln oder sowas. Aber was man nicht kann, ist zu sagen, man gibt es auf. Man kann auch nicht, Herr Merz, mit Verlaub, man kann auch nicht sagen, Heizungsgesetz, das schreddern wir jetzt mal. Ich weiß, dass Sie sich darüber geärgert haben. Ich sage nein, weil das nämlich für die Leute, die sich die teuren Gaspreise der Zukunft, und es wird ja teurer werden, CO2-Preis etc. pp., nicht leisten können. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann werden sich noch mehr Leute Gasheizung einbauen und die haben dann hinterher total den Schaden. Und ich finde das sozial nicht verantwortlich. So, wirtschaftlich nicht, Jahr, sozial nicht. Frau Göring-Eckardt, in diesem Jahr sind die meisten Gas- und Ölheizungen eingebaut worden, nachdem Sie das Heizungsgesetz gemacht haben, die jemals in den letzten Jahrzehnten in Deutschland eingebaut worden sind. Das zeigt doch, auf welchem Weg Sie das sind. Das ist einfach falsch. Das ist wirtschaftlich unvernünftig von den Menschen, die es getan haben. Aber Frau Esken, Sie haben sich sehr vernünftig verhalten, weil Sie geahnt haben, was da auf Sie zukommt. Das ist, weil das eine Entscheidung ist für die nächsten 30 Jahre und die Preise werden steigen. Und warum haben die Menschen das gemacht? Und wir sind ja nicht weil sie ganz ihnen nicht getraut haben, mit dem, was sie da mit der Wärmepumpe machen. Und jetzt müssen sie den Strom rationieren, damit die Wärmepumpe betrieben werden kann. Und die wirtschaftliche Vernunft ist nicht nur heute, sondern die ist auch morgen und übermorgen. Und wenn da Fehlentscheidungen getroffen werden, dann also sind es die Menschen schuld, dass die ihrer Politik gefolgt sind. Wir können Gas und Öl nicht billig halten. Das können wir nicht. Aber die Menschen haben Gas- und Ölheizungen eingebaut wie nie in diesem Jahr. Mit ihrem Heizungsgesetz. Das ist auch kein Wunder. Aber nicht mit dem Heizungsgesetz, sondern weil sie nicht... Nein, das ist so. Das ist kein Wunder. Nicht mit dem Heizungsgesetz, Herr Merz, sondern weil natürlich die Kommunikation über das Heizungsgesetz so war, nicht gut war. Das war unser Problem, nicht gut war, dass die Leute gedacht haben, wir sichern uns da jetzt mal ab. Ist das kein Absichern, Kommunikationsproblem, das Gesetz ist falsch? Nee, das Gesetz finde ich nicht falsch, so wie es jetzt ist. So wie es am Anfang war, fand ich es falsch. So wie es jetzt ist, finde ich es nicht falsch, weil es einfach ermöglicht, auch Leuten, die nicht viel Geld haben und trotzdem ein Häuschen haben, weil es ermöglicht Leuten, die zur Miete wohnen, zukünftig mit günstigen Heizkosten zurechtzukommen. Okay, wir stellen das ist das jetzt ganz kurz noch mal eine Frage zum Heizungsgesetz, weil da könnte man formulieren, Robin Alexander, dass eben tatsächlich grosso modo die Menschen ja einen großen Subventionsbetrag bekommen sollen, um sich eine Wärmepumpe einbauen zu lassen. Oder, aber eine, es ist, oder eine andere Heizung. Oder eine andere Heizung, stimmt, ist Frau Geiwitz zu danken. Aber es ist 8 Monate diskutiert worden ohne diese kommunale Wärmeplanung. Die wird jetzt vorgeschaltet, die muss finanziert werden. Ist das etwas, wo jeder Bürger, der jetzt eine kaputte Heizung erst mal sagt, ich weiß nicht so richtig, ob ich eine einbauen soll?
Also ich glaube, jeder guckt doch, ob bei ihm eine Wärmepumpe passt. Ja, so. Eben. Und wenn die super passt, dann nimmt sagt er doch nicht, ich nehme keine Wärmepumpe. Sondern der entscheidet das halt so. Und, aber wenn man jetzt das Gesamtding anguckt, also eine Regierung macht Gesetze und Förderung, damit die Leute Wärmepumpen einbauen. Die Leute kriegen so viel Angst und bauen Gas und Öl ein. Ja. Also dass das nicht gut gelaufen ist, wenn Sie das nicht zugestehen, das ist nicht. Und es ist kein Kommunikations- und wenn wir auch mal weitergehen, das finde ich auch an der, wenn Sie erlauben, an der Debatte so immer, ja, wir müssen das Geld jetzt machen für den Klimaschutz. Wie sieht es denn gerade aus mit Klimaschutz? Die Heizungskiste ist völlig nach hinten losgegangen. Sie haben heute ein Urteil bekommen von einem Gericht, dass sie Klimaziele nicht einhalten. Verkehrt. Sie haben nämlich beim Klima das Gleiche gemacht wie beim Haushalt. Oberverwaltungsgericht, Entschuldigung, muss man erklären, Oberverwaltungsgericht, heute Berlin-Brandenburg, die gesagt haben, dass beim Verkehr und bei den Gebäuden also früher war es ja, also sofort in der Merkel-Ära wurde ja gesetzlich festgelegt, jeder Sektor muss seine Ziele erfüllen und Rechenschaft ablegen. Wenn er nicht kann, muss er nachbessern. Und als die Ampel gemerkt hat, dass sie beim Verkehr das nicht hinkriegen, haben sie das Gesetz geändert. Das ist schon heikel, geht aber noch. Aber dann haben sie gesagt, weil wir das Gesetz ja ändern, müssen wir uns, bis es in Kraft ist, auch nicht dran halten. Und das fand das Gericht überraschenderweise falsch. Muss man schon und das miterzählen, dass die Merkel-Regierung keine Maßnahmen ergriffen hat, weil es noch nicht scharf geschaltet war. Ja, das ist jetzt die erste Instanz. Das Klimaschutzgesetz, die Novelle, ist ja noch nicht wirksam. Deswegen sind sie Sie wollen sie dagegen auch noch vorgehen? Da wird auch Revision eingelegt werden, aber am Ende müssen wir ja alle tatsächlich beitragen dazu, dass dieser Klimaschutz auch gelingt. So, aber ich wollte darauf hinweisen, dass der Connex viele Milliarden ausgeben, viel CO2 sparen, vielleicht gar nicht stimmt. So, und also es ist auf jeden Fall notwendig, dass die Gebäude, dass wir in den Gebäuden mehr als 30% der CO2-Emissionen verursachen und dass wir deswegen daran müssen. So viel und ist mal klar. Auch. Und, was haben die gesagt als Ergebnis, wenn ich das einmal kurz sagen darf, an dieser Stelle, macht ganz schnell ein Tempolimit, dann kommen wir weiter. Und da sitzt jetzt die Instanz nicht hier, die das auf gar keinen Fall will, aber es wäre eine Maßnahme, ganz schnell, ohne Geld, Schilder abbauen. Ja, aber Sie haben doch nicht die politische Kraft dazu. Ich habe ja gesagt, die Instanz ist jetzt nicht hier. Diesen Vorschlag werden wir auch noch mal diskutieren müssen, wie viele andere. Und in der Koalition vielleicht durchbekommen, der FDP gegenüber. Wir können es ja ruhig aussprechen. Verfassungsrang wollte ich noch mal sagen. Ja. Herr Merz, wie diese Schuldenbremse hat auch das Klima Verfassungsrang. Und man könnte, auch die Opposition könnte natürlich sagen, noch mal, wir lassen uns eben etwas ähnlich Wichtiges für das Klima einfallen. Wir denken vielleicht über einen Klimasoli nach, wie es damals den Einheitssoli gegeben haben, weil es ein Jahrhundertprojekt ist. Und wir denken, also ich wollte nach Ihrer produktiven Rolle fragen. Ja, die Rolle ist sehr produktiv und sehr konstruktiv, aber ich will Ihnen mal an den beiden Beispielen sagen, was wir für Erfahrungen mit solchen Instrumenten machen. Sondervermögen Bundeswehr haben wir gemeinsam eingeführt. Ja. Die Verabredung war nur für langjährige Investitionen in die Bundeswehr. Und? Über die Sommerpause mal eben, ohne uns zu beteiligen, beschlossen, laufender Betrieb wird auch finanziert aus dem Sondervermögen. Ah, Sie sind enttäuscht über den... Na, was heißt enttäuscht? Das ist einfach ein Bruch der Verabredung, die wir mit der Koalition gehabt haben. Okay. Soli Deutsche Einheit. Ende 2019 ausgelaufen. Alles bezahlt. So, der Solidaritätszuschlag musste aber auf Wunsch der SPD beibehalten werden für die oberen Einkommen, wird heute noch erhoben. Glauben Sie, dass wir vor diesem Hintergrund ernsthaft mit dieser Koalition über Verabredungen sprechen, die Sie danach auch einhalten müssen? So, mal abgesehen davon, wir sind an dem, lassen Sie mich mal ausreden, ich habe eben auch lange zugehört. Die hat die CDU angeführt. Sie haben sich geweigert, den Soli ganz abzuschaffen. Und er hätte seit Ende 2019 komplett abgeschafft gehört. Ja, aber Sie hatten doch die Kanzlerin und die Richterin. Sie haben den Finanzminister, also Frau Esken, jetzt verkaufen Sie Leute hier nicht für dumm. Sie haben das gewollt, Sie haben es in der Koalition blockiert und haben es nicht mitgemacht. Und es ist bis heute in Kraft. Und Sie haben in dem Sondervermögen Bundeswehr angefangen zu asen für die Betriebsausgaben der Bundeswehr, obwohl wir verabredet hatten, nur für langfristige Investitionsvorhaben. So, und das ist genau der Stil dieser Regierung in der täglichen Arbeit. Und jetzt, bevor wir überhaupt zu solchen Instrumenten kommen, stellen wir doch mal die Frage, kommen wir eigentlich mit dem Geld aus, das wir heute haben, was im Bundeshaushalt verfügbar ist? Und jetzt gebe ich Ihnen mal zwei weitere ganz konkrete Beispiele. In Brüssel liegen fast 30 Milliarden Euro für den Next Generation Fonds der EU, die von Deutschland bis heute nicht abgerufen worden sind. Wir liegen bei irgendwo 10% Quote. Italien liegt bei 70%. Sie kriegen es nicht auf die Reihe, die Bedingungen zu erfüllen, um das Geld aus Brüssel nach Deutschland zu holen. Zweites Beispiel, die Bahn. Völlig klar, die Bahn muss natürlich wirklich renoviert werden. Da ist ein Unternehmen Schenker,
in der Bahn, das gehört der Bahn und damit dem Staat. Mit dem Verkauf dieses Unternehmens könnten Sie für Jahre das Schienennetz der Bahn ausbauen. Ah, ja. Aber diese Koalition will das Unternehmen nicht verkaufen, weil sie der Meinung sind, dass sie die besseren Unternehmer mit einem der größten Logistikkonzerne der Welt sind. Da ist Potenzial ohne Ende, bevor wir an das Geld unserer Kinder gehen. Denn darum geht es. Es geht um die Frage, ob wir die Kinder und Enkelkinder mit noch höheren Schulden belasten. Und an der Stelle sagen wir ganz einfach nein. Jedenfalls so lange, wie wir so viele andere Möglichkeiten haben, das zu nutzen. Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Punkt, Herr Merz. Jetzt haben wir gerade gesprochen, der Berliner Haushalt sei konsolidiert worden. Durch Verkauf von landeseigenen Wohnungen beispielsweise. Und dadurch ist Berlin, schauen Sie sich doch mal an, was dabei rausgekommen ist. Was hat der Markt denn geliefert? In Berlin sind die Mietpreise durch die Decke gegangen und wir haben einen Riesenmangel an Wohnungen. Also wir können uns gerne über können uns gerne noch mal über die Mieten in Berlin reden. Aber ansonsten gibt es in Berlin ein Riesenproblem. Also die sind jetzt in Berlin keine Wohnungen da, weil Wovereit den Haushalt konsolidiert? Nein, weil die Wohnungen verkauft worden sind. Aber vorher, und weil die Stadt keine Möglichkeit hat. Aber die Menge der Wohnungen bleibt doch gleich, egal ob der Staat sie besitzt oder die privaten. Ja, ja. Es müsste einfach mehr gebaut werden. Es müsste mehr gebaut werden und die Stadt, der Staat, also sagen wir mal, die Stadt Wien hat nicht so ein Problem. Die hat ihre Wohnungen nie verkauft. Okay, aber es ist ja dennoch so, dass es der Ampel nicht gelingt, das Wohnungsbauprogramm, das sie aufgelegt hat. Ich habe jetzt gerade von der Haushaltskonsolidierung gesprochen, immer wieder ja Länder, Kommunen, auch der Bund versucht haben, sich zu konsolidieren, indem sie mal eben irgendwas abstoßen. Das ist doch nur ein Strohfeuer. Das ist doch keine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Okay, die Verkehrsminister davor, müssen wir noch sagen, waren Andi Scheuer und Herr Dobrindt. Die haben das, glaube ich, auch nicht so richtig teuer hinbekommen mit der Bahn. Ich erwähne es nur noch mal kurz. Und jetzt wird endlich Lars Feld begrüßt an dieser Stelle. Uni Freiburg heute in Luzern. Und wir grüßen dahin sehr herzlich an diesem Abend. Herr Feld, Sie sind, das darf ich sagen, auch noch Berater von Christian Lindner und einer der, ich will nicht sagen letzten, aber einer der ganz klaren, entschiedenen, hundertprozentigen Fans der Schuldenbremse, die so bleiben soll, wie sie ist. Und Sie lassen sich davon auch nicht abbringen. Guten Abend, Frau Illner, und guten Abend an die Runde und an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Ich lasse mich davon nicht abbringen. Die Schuldenbremse erlaubt sehr viel Flexibilität. Das haben wir im Konjunkturverlauf gesehen, insbesondere in der Corona-Krise. Sie erlaubt auch viele Investitionen. Das ist nicht wirklich das Problem. Wir haben eine gewisse Begriffsverwirrung in der Diskussion. Nicht unbedingt heute Abend, aber in der öffentlichen Debatte. Weil Sie Investitionen und Subventionen unterscheiden. Ich denke, die muss man unterscheiden, denn Subventionen sind ja nichts anderes als Transfers an Unternehmen. Mehr ist das ja nicht. Das heißt, es wird vor allen Dingen auch an alte Industrien gezahlt, damit die in der neuen Welt der Klimaneutralität überleben können. Es geht immer auch um ein Arbeitsplatzargument, von dem wir nicht genau wissen, was es noch zählt, vor dem Hintergrund der Demografie, wenn überall Arbeitsplätze fehlen. Ja. Und deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass die Subventionen, die hier gezahlt werden sollen, der richtige Weg sind. Sind Milliarden für Ansiedlungen eben von Fabriken, das haben Sie gerade gesagt, keine Investitionen, weil Sie denken, diese Unternehmen würden das unter welchen Bedingungen auch sonst tun? Sie kommen ja eben nicht nach Brandenburg ohne 10 Milliarden, oder denken Sie, die tun das? Sie müssen nicht unbedingt den Mitnahmeeffekt betrachten, dass die also die Subvention mitnehmen und trotzdem kommen würden. Ja. Es reicht ja aus, zu fragen, warum investieren die denn nicht von sich aus in Deutschland? Und wir haben eine Reihe von Unternehmen in anderen Branchen, die sehr wohl von sich aus investieren, ohne dass sie irgendeine Subvention des Staates kriegen. Ja. Also ist das Problem eigentlich eher, dass sich das nicht rechnet für diese Unternehmen und deswegen der Staat irgendwas dazuschießen soll. Das ist aber nicht wirklich eine produktivitätssteigernde Maßnahme, die uns zu Wachstum führt. Man muss noch mal erklären, dass die Intention vieler Wissenschaftler, auch vieler Politiker, vor allen Dingen eben auch der Ampel dahin geht, zu sagen, dass Investitionen ausgenommen werden müssten von der Schuldenbremse, eben weil sie einen doppelten Nutzen haben und die Transformation hin zu Klimaneutralität erst möglich machen. Sie sehen keinen Verlust, gerade auch der energieintensiven Industrie, für die jetzt Robert Habeck sehr kämpft, um sie hier im Lande zu halten und anderes mehr. Das würden Sie nicht stützen und nicht versuchen zu bezahlen?
Ich würde das nicht stützen. Ich denke schon, dass wir auch in der energieintensiven Wirtschaft eine Reihe von Unternehmen haben, die aufgrund weiterer Spezialisierung im Land bleiben werden und andere Investitionen tätigen. Ja. Die Chemie hat das ja über die vergangenen Jahrzehnte auch bewiesen, dass sie das ganz gut kann. Aber wenn wir über Investitionen reden, auch für den Klimaschutz und für den Übergang zur Klimaneutralität, dann reden wir über den Ausbau der Stromnetze. Wir reden über den Ausbau des Schienennetzes. Wir haben auch noch andere Themen bei der Digitalisierung. Das zahlt ebenfalls auf den Klimaschutz ein, wenn wir Smart Grids Klar. produzieren können und einrichten können. Darum geht es und das ist im Rahmen der Schuldenbremse ohne Probleme machbar. Und nun verweist eben jener Robert Habeck häufig auf das Umfeld, in dem sich deutsche Unternehmen da bewegen und verweist darauf, dass es viele Länder auch genauso machen, von China bis USA. Hören wir mal rein. Das sagt sich so leicht dann mit weniger Subventionen. Die halbe Welt subventioniert genau diesen Prozess. China und Südkorea und die USA vor allem. Also wir sind ja in einem hochkompetitiven Umfeld, einem hochwettbewerblichen Umfeld. Deswegen ist das erstmal alles nur Gerede. Nochmal die Frage, es war eine Replik auf Christian Lindner, muss man sagen, der ja auch sich gegen Subventionen ausgesprochen hatte. Und Robert Habeck kämpfte da im Deutschlandfunk genau für das Gegenteil. Sie sagen, das spielt keine Rolle und wir können auch auf diese Arbeitsplätze verzichten in eben einem großen Transitionsvorgang? Ja, wir haben ja zugleich den Übergang zu einer anderen demografischen Situation. Händeringend werden überall Arbeitskräfte gesucht. Und für eine Ansiedlung von Intel mit 3000 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen Personen gewonnen werden, die dann woanders nicht zur Verfügung stehen. Und da muss man klar sagen, auf diese Art und Weise verzerrt die Subvention auf dem Arbeitsmarkt die Situation doch sehr deutlich. Mhm. Ich will noch ein Wort, wenn Sie das erlauben, dazu sagen, wir müssen da mitmachen in diesem Subventionswettlauf. Davon halte ich nicht viel. Insbesondere im Hinblick auf die USA ist doch festzustellen, dass die USA schon von vornherein bessere Investitionsbedingungen bieten. Die haben eine niedrigere Steuerbelastung, sie haben niedrigere Arbeitskosten, sie haben niedrigere Energiekosten und weniger Regulierung. Und jetzt kommen eben die Subventionen obendrauf in Form von Tax Credits, von Steuergutschriften. Ja. Und Negativsteuer- oder Vorsteuerabzug. Damit machen die USA das, was wir Europäer... Ja. Vorsteuerabzug ist nochmal was anderes, also Steuergutschriften, die gezahlt werden. Und auf die Art und Weise folgen die USA doch bloß dem, was wir Europäer schon lange machen. Wie lange finanzieren wir denn schon Subventionen für die erneuerbaren Energien? Dann geht es hier also, ganz kurz, da wäre es doch eigentlich eher angezeigt. Ja. Ich wollte nur sagen, dann geht es hier... Da wäre es doch eigentlich eher angezeigt... Pardon, sprechen Sie zu Ende. Fragen Sie. Ja, nee, ich wollte die Frage an die Politik geben, ob es unwichtig ist eben oder ob es in der energieintensiven Industrie, Herr Merz, jetzt unwichtig ist, um diese Arbeitsplätze zu kämpfen, wenn die neuen Arbeitsplätze noch nicht da sind. Die alten gehen und die neuen sind noch nicht da. Das ist die Situation. Lassfeld hat ja in seiner Analyse recht. Ich teile die Einschätzung grundsätzlich, muss allerdings sagen, das jetzt als Gerede abzutun, weil wir hier vielleicht konkret Entscheidungen treffen müssen, die einmal auch im Einzelfall beachtet werden müssen, finde ich einfach unangemessen. Ich bin in der Sache trotzdem der Meinung, dass es richtig ist, diese beiden Chipfabriken in Magdeburg und in Dresden anzusiedeln. Wir brauchen hier eine strategische Unabhängigkeit Europas in einer ganz wesentlichen Industrie, über die wir zurzeit nicht verfügen. Mhm. Und das müssen wir eben leider unter den gegebenen Umständen, die so sind, wie Herr Feld das gerade beschrieben hat, machen, damit wir hier diese Prozesse in Europa auch besser eigenständig und souveräner führen können. Unabhängigkeit von China. Unabhängigkeit von China, Unabhängigkeit auch von Taiwan. Taiwan ist mit TSMC ja der größte Chiphersteller der Welt. Mhm. Und deswegen setze ich mich sehr dafür ein, dass wir das hinbekommen. Das geht auch aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren. Für diese Chipfabrik in Magdeburg sind 2/3 bereits im Haushalt budgetiert. Da fehlen jetzt noch 2,8 Milliarden. Dafür braucht man nicht die Schuldenbremse zu lösen. Also wir können das machen aus dem laufenden Budget. Und so wie Herr Feld es gerade gesagt hat, die Schuldenbremse gibt ja sehr viel Flexibilität. Ich will mal nur die Zahlen sagen, damit wir wissen, worüber wir hier reden. Mit der Schuldenbremse können wir im nächsten Jahr 22 Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen. Mhm. Mit der Schuldenbremse. Ist ja nicht so, als ob uns das hier jetzt hier
so oder gar, wie Habeck sagt, mit den Händen auf dem Rücken fähig macht, hier zu investieren. Mhm. Also von daher, das geht. Und das ist trotzdem kein Widerspruch zu dem, was Herr Feld von den grundsätzlichen Rahmenbedingungen gesagt hat, die in Europa, auch in Deutschland natürlich, nicht besser sind. Oder aber interessant, dass Sie sagen, die haben eine solche Importanz auch für Deutschland und für die neuen Bundesländer. Bei allem, ich bin nun wirklich überzeugter Marktwirtschaftler, aber manchmal muss man eben auch mal aus der Situation heraus Entscheidungen treffen. Und solange wir Arbeitskosten, Bürokratiekosten, Energiekosten und Steuern nicht wirklich so haben wie zum Beispiel die Amerikaner oder andere Länder auf der Welt und wir trotzdem diese Industrien brauchen, müssen wir dann natürlich auch mal sagen, da müssen wir auch für kurzes Geld auf den Tisch legen. Gegenwort von Herrn Feld oder die Frage, geht Klimapolitik ohne Subventionen? Also was ist Ihr Gegenvorschlag? Also zum einen ist mir bewusst, dass man auch in pragmatischen Situationen das machen muss, was mir als ordnungspolitischen Schweinkram beigebracht worden ist, also Subventionen zu zahlen. Aber die Führungsrolle in der Klimapolitik muss die CO2-Bepreisung haben und die Anstrengung, internationale Vereinbarungen mit einem Mindestpreis für CO2 zu haben. Das ist der entscheidende Punkt. Und mit dem Ausmaß an Subventionierung, mit dem wir im Moment durch Deutschland ziehen, wird dieses eigentliche Leitinstrument, die CO2-Bepreisung, in den Hintergrund gedrückt. Davon halte ich relativ wenig. Ja. Ich muss auch noch mal, wenn Sie mir das erlauben, dazu sagen, im Grunde ist es doch wichtiger, wenn man schon den USA folgen möchte, die allgemeinen Bedingungen zu verbessern. Also beispielsweise bei der Regulierungsintensität nachzusteuern, hier übermäßige Regulierungen zu reduzieren oder bei der Steuerbelastung nachzusteuern. Auch da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Also diese Möglichkeiten bestehen. Sie bestehen auch im Rahmen der Schuldenbremse. Und da sollte man meines Erachtens eher ansetzen. So, und da waren wir ja auch dran mit der Stromsteuer beispielsweise, die ja gekürzt worden ist und anderen Dingen. Und dennoch, ich will Merz ausdrücklich recht geben, das sind strategische Entscheidungen. Entscheidungen, die da getroffen werden für diese Halbleiterindustrie, die wir hier in Deutschland, in Europa haben müssen, um auch unabhängig zu sein. Ja. Das gilt aber natürlich genauso für die chemische Industrie, auch für die Pharmaindustrie übrigens, dass wir in künftig selbst wieder und unabhängig von China Antibiotika herstellen können, nicht auf die Vorprodukte von dort angewiesen zu sein. Das haben wir während Corona gemerkt, dass es sehr problematisch sein kann. Mhm. So, und die Stahlindustrie ist natürlich für unsere Automobilbranche, für die Maschinen, für viele anderen, die Stahl brauchen und die jetzt grünen Stahl auch verlangen, dringend notwendig, strategisch notwendig. Und deswegen brauchen wir auch da eine Unabhängigkeit. Und ich kann natürlich auch, Herr Feld, dem Stahlwerker, der heute an seinem am Hochofen oder an seinem Arbeitsplatz arbeitet, eben nicht sagen, such dir doch einen Beruf in dieser neuen Industrie oder in dieser neuen Wirtschaftsform, die sich durch die Digitalisierung ergibt. Da findet sich doch sicher was, das so einfach geht Transformation nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir nicht einfach darüber reden, dass der Markt und der weltweite Markt es schon richten wird, sondern wir müssen in Europa und in Deutschland auch strategisch vorgehen. Also ich stimme zu, was diese strategische Entscheidung angeht. Ich glaube nur, das wird nicht reichen, wenn wir über den weiteren Investitionsstau reden. Und wir können diese Ansiedlungen machen und ich bin auch dafür. Und das in Magdeburg hatte ja auch damit zu tun, dass übrigens die Rahmenbedingungen sehr gut waren, dass da nämlich die erneuerbaren Energien schon da waren. Das war ja einer der Begründungen, hat ja Herr Haselhoff auch sehr deutlich gemacht. Aber wenn wir über 40 Milliarden Euro Stau bei den Schulen haben, dann ist das eine zentrale Frage für die Zukunft. Und wir können nicht sagen, wir können den Kindern die Schulden überlassen, aber die Schulen sind in einem dramatischen Zustand. Ja. Das ist deswegen sind die Ministerpräsidenten dabei. Das gilt für die Straßen ganz genauso. Ja. Das gilt für dieses Thema öffentliche Gebäude. Ein ganz zentraler Punkt, wenn wir sparen wollen, was die Wärmewende angeht und was, was die Zukunft angeht. Auch da glaube, klimapolitisch Ziele, sehr relevant. Wenn ich das sagen darf, dafür müssen wir die Schuldenbremse öffnen, um sie zu stabilisieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Um zu stabilisieren. Das können wir nicht aus dem laufenden Haushalt machen. Und da muss man auch sagen, Herr Merz, das werden Sie zugestehen, das ist jetzt auch nicht das Problem der Ampel, dass diese Investitionsstaus da sind. Sie waren da nicht in der Politik in der Zeit, als die so krass aufgelaufen sind. Aber trotzdem kann man nicht sagen, das ist jetzt in den letzten zwei Jahren. Bildung, glaube ich, ist unstreitig ein zentrales Ziel. Wir reden die letzten 10 Minuten, die uns bleiben, darum, wie man sparen kann. Also wo sind denn diese unnützen Subventionen? Es gibt Dinge, die müssen subventioniert werden durch den Staat und es gibt unnütze Subventionen. Das sieht man von Partei zu Partei verschieden. Es gibt
ein kleiner Bruch. Wir bedanken uns bei Lars Feld für alle seine Erläuterungen in Sachen Schuldenbremse und stellen jetzt wahrscheinlich die Frage, die Sie viel mehr interessiert, nämlich worauf wir uns hier am besten verständigen sollten. Was würden Sie am ehesten streichen, Herr Feld? Nur das noch. Wir hören mit Ihnen ja quasi Christian Lindner. Ich glaube, so einfach ist das leider nicht, dass Sie Christian Lindner hören. Aber die Idee, die Herr Alexander eben genannt hat, dass jede Partei aus ihrem Lieblingsbereich Projekte, die sie für verzichtbar hält, in den Topf gibt, das ist genau das Richtige. Ja. Und von Seiten der FDP geht es dann nicht darum zu sagen, wir geben nichts, sondern es gibt genügend Steuervergünstigungen, bei denen auch die FDP etwas tun kann. Auch was tun kann? Alles klar. Können Sie konkreter werden? Dann lassen wir Luzern doch noch ein bisschen in der Leitung. Jetzt bin ich gespannt. Woran denken Sie da? Ich werde an der Stelle nicht konkreter, es gibt aber eine ganze Menge davon. Ich habe schon den Stift rausgenommen. Herr Feld, Sie haben noch eine Chance. Sie werden berühmt heute Abend. Oder arbeitslos. Okay, also genau darüber verhandeln jetzt natürlich die Koalitionäre der Ampel. Und angeblich wollen und sollen es die drei Herren unter sich ausmachen. Und diesem einen Herrn in Luzern danken wir jetzt noch mal ausgesprochen herzlich. Danke, dem Herr einen, haben Sie gesagt. Dem einen in Luzern danken wir jetzt noch mal sehr herzlich. Danke fürs Dabeisein. Wo spart man? Was sind unnütze Subventionen? Robin Alexander, es gibt jetzt gerade dieses schöne Getackel zwischen Mütterrente und Rente mit 63. Das wäre toll. Beides kann weg. Es wäre super, wenn es das Getackel gäbe, aber es gibt es, glaube ich, gar nicht. Also Daniel Bayas saß Grün, frage ich gleich Frau Göring-Eckardt, saß letzten Donnerstag bei uns in der Sendung und schlug beides vor. Grüner Finanzminister. Also da muss man sagen, dass Rente mit 63, beides, Mütterrente. An beidem sind nicht die Grünen schuld. Das muss man festhalten. Stimmt. Nämlich die sogenannte Mütterrente, damit hat sich Angela Merkel 2013 einen tollen Wahlsieg gekauft. Ja. Und mit der Rente mit 63 hat sich Andrea Nahles Frieden in der SPD gekauft. Und das sind beides schöne Ziele, aber die sind ungefähr mit 7 Milliarden pro von den beiden gerade im Haushalt. So, nur die Idee, dass die SPD davon noch mal runterkommt. Und selbst Herr Merz würde sich ja nicht trauen, wir machen noch mal was bei der Mütterrente zu sagen hier. Also das ist, wie kamen wir in diese Lage? Also ich meine, 10 Jahre läuft es super. Immer mehr Geld. Schäuble hat Rücklagen gebildet. Immer mehr Geld, alles da. Das ganze Kapital aus Europa strömt nach Deutschland. Und am Ende dieser Zeit sagen wir, oh, die Bahn ist kaputt, die Schulen sind kaputt. Weil und das gar nicht investiert so, wurde. War das eventuell so eine Finanz- und Wirtschaftskrise? Ja, und wie ist das? Wie ist das Verkehrsminister von der CSU. Und Kriegs- unter anderem. Krise. Ja, aber lass doch mal ganz kurz zu Ende sagen. Also ihr kritisiert es ja gerade. Genau. Ja, ich sage sofort, dass die CSU schuld ist an Mütterrenten. Habe ich doch schon freiwillig. Also überhaupt kein, so, nur, wir haben ein Problem, dass wir zu viel konsumtive Ausgaben haben. Und das ist auch, worüber haben wir heute Abend gesprochen? Energiewende brauchen wir extra Geld. Chips, Chemie, hat Frau Esken gesagt. Die Schulen, die Straßen, die Bahn. Was wollen wir denn noch aus dem Bundeshaushalt bezahlen? Das sind doch alles staatliche Kernausgaben. Und wir haben tatsächlich das Problem, dass die Ausgaben, die festgeschrieben sind, so groß sind, dass man nichts anderes mehr machen kann oder jedes Mal weniger. Und ein Problem, das sich potenziert, wenn man für die Schulden, die man aufnimmt, ganz viel Zinsen zahlen muss. Und so sind auch andere Länder in Europa an die Wand gekommen. Die Finanzmärkte haben die irgendwann gegen die Wand gestellt. Das ist ganz, ganz gefährlich, auch für eine Demokratie. Und deshalb finde ich es auch arg, wenn man bedenkt, wie weit die Grünen mal vor 10 Jahren in dieser Finanzpolitik waren. Daniel Bayas ist da so ein Spätausläufer von. Dass sie im Bundestag sagen, ja, Verschuldung, Verschuldung. Da waren sie doch mal viel weiter. Also sie haben doch mal angefangen mit Nachhaltigkeit und nächste. So. Ja, habe ich auch vorhin gesagt. Zu Recht. Ja. So, und was jetzt machen wir mit diesem Vorschlag? Ist die Entschuldigung, ganz kurz. Das, also können Sie, er kommt ja von Daniel Bayas. Ja. Frau Göring-Eckardt, ist es vorstellbar zu sagen, Mütterrente versus Rente mit 63, beides kostet wahnsinnig viel Geld und beides können wir uns nicht leisten? Klingt, glaube ich, für einen Finanzpolitiker sehr einfach. Ich würde sagen, das verunsichert Leute sehr, sehr stark. Wir werden bei dieser Frage Renteneintrittsalter, reden wir immer über Flexibilität und nicht über den einen Tag, an dem es dann zu Ende ist, finde ich vollkommen richtig. Aber es gibt ja genügend andere Sachen, über die wir reden können. Ja, jetzt. Also nehmen wir immer noch, dass 3 Milliarden Euro ausgegeben werden, jedes verdammte Jahr, dafür, dass Dienstwagenbesteuerung privilegiert wird. Nehmen wir die Mehrwertsteuer. Was? Nehmen wir die Mehrwertsteuer für Fernreisen. Ja, das sind auch 4 Milliarden Euro.
Mehrwertsteuer für Fernreisen. Ja, das, die Mehrwertsteuer für Fernreisen, ja, ist interessant. Ne? Ich gebe jetzt mal zu, wenn Sie es auch nicht wissen, kann ich auch zugeben, wusste ich auch nicht, dass wir dafür so viel Geld ausgeben oder eben nicht einnehmen. Und die andere Frage wird auch Kerosinbesteuerung sein. Das ist auch ein Thema, über das man selbstverständlich reden muss. Nee, es ist kein Ladenhüter, sondern wir machen es immer noch nicht. Und das ist das Problem. Es macht kein Land auf der Welt. Wir sind, Herr Merz, Entschuldigung, Frau Esken, dann ist Herr Merz dran. Frau Esken, Rente mit 63 versus Mütterrente. Die Rente mit 63 ist schon längst... Es müssen ja alle was geben. Die Rente mit 63 ist ja schon längst keine Rente mit 63 mehr. Mittlerweile ist es 64, sehr bald ist es 65. Das ist eine vorgezogene Rente um 2 Jahre für Menschen, die sehr, sehr lange gearbeitet haben. Also selbst Andrea Nahles sagt. Allermeisten Soll Fällen, ich Andrea Nahles nee, jetzt zitieren? Will ich mal gerne sprechen. Dann kann gerne Gut. auch Andrea Nahles. Das ist eine vorgezogene Rente für Menschen, die sehr, sehr lange und meistens hart gearbeitet haben. Und die eben, dann, Sie sagt, die unseligen Frühverrentungen nehmen zu. Das ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Entschuldigung, okay. Das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Wenn Menschen, die 45 Jahre eingezahlt haben, dann in Rente gehen, weil sie ansonsten nämlich vorzeitig in Rente gehen müssten und Abschläge hinnehmen, die Rente, das Rentenalter hochzusetzen, ist für die, wäre für diese Leute schlicht und ergreifende Rentenkürzung, okay. weil die können wo, einfach nicht mehr. Frau Esken, und deswegen, wo deswegen würde ist, wer, die SPD wer, wer 45, anbieten wer 45 Jahre in der Pflege also gearbeitet hat? Nicht. Beispielsweise? Ich bin mit allem Herzen dabei. Ich würde niemandem was wegnehmen wollen. Kann nicht mehr. Nee, und die, möchte die Entscheidung nicht fällen und möchte in Ihrer Situation auch nicht sein. Ich möchte aber wissen, wo dächten Sie, dass man sparen kann? Wo sind Subventionen aus der Sicht der Parteivorsitzenden Saskia Esken, die unnütz sind, die weg müssen, weil etwas gespart werden muss? Das ist ganz bestimmt ein Thema, das wir nicht heute Abend und hier im Konkreten besprechen. Es ist kein Wunder, dass Herr Feld dazu nichts sagt. Weil die Ressorts alle aber den Sie Auftrag, jetzt auch nicht. Weil die Ressorts, hat sich auch getraut. Entschuldigung, weil alle, ja, das mag ja sein, aber sie hat auch was angeführt. Okay, wollen Sie noch ein bisschen nachdenken? Sie hat auch was angeführt, was sowieso nicht kommt. Das konnte sie leichterdings tun. Ja. Die Ressorts haben jetzt alle den Auftrag, einen Blick in ihre Haushalte zu werfen und zu überlegen, ob es da nicht Dinge gäbe. Und da bekommen wir ein Ergebnis. Und dann werden wir uns darüber beugen. Das machen wir nicht. Herr Merz ist ein großer. Das gehört nicht hierher. Gehört nicht hierher. Sie Nein. können ja noch mal überlegen. Vielleicht fällt trotzdem Ihnen doch gewesen. Was ein. Naja. Es wäre sein. Total. Der Koalitionsausschuss wird nicht hier durchgeführt. Ja, aber es kann ja was geben, was Sie richtig ärgert, wo Sie sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Also ich glaube, wir sollten mal ein bisschen aus dem Klein-Klein jetzt mal raus. Und mal Bürgergeld, wo kann der Staat sparen, Herr Merz? Ist es tatsächlich so, dass, und damit haben Sie und Ihre Kollegen natürlich viel auch Nachrichten gemacht in der letzten Zeit, Sie glauben, dass man bei den Ukrainern aus dem Bürgergeld in ein normales Asylbewerberleistungsgesetz gehen soll. Ja, man sich der Kommunen bedanken. Gehen soll. Lassen wir Ihnen erst mal sagen. Gesagt. Wir sprechen ja über das Bürgergeld und seine Wirkungen. Mhm. Wir haben ungefähr 10% des Bundeshaushaltes. Jetzt ist Bürgergeld, also Transferleistungen, praktisch in die Arbeitslosigkeit. So, die Frage ist ja, warum haben wir 2,6 Millionen Arbeitslose? Und 700.000 Stellen, die wir nicht besetzt bekommen. Warum sind in Deutschland nur 20% der Ukrainer in Beschäftigung und in Holland 70 und in Polen 90? So, das kann man erklären. Das hat nicht nur etwas mit Geld zu tun. Genau. Aber lassen Sie mich vielleicht noch mal etwas sagen zu dieser Transformation. Wir sprechen ja hier im Grunde genommen über die Frage, wie finanzieren wir eigentlich die Klimaneutralität unserer Volkswirtschaft? Und da haben wir eben mit der Koalition vollkommen unterschiedliche Vorstellungen. Die Koalition will das durch sehr hohe Subventionen machen. Und das war ein Hinweis von Herrn Feld, den wir vielleicht noch mal aufnehmen sollten. Wir hatten mal in Deutschland einen Konsens, dass das über CO2-Bepreisung und über ein Klimageld geht. Ja, das kommt ja sowieso. Na, das kommt eben nicht, das ist ausgesetzt worden. Das Klimageld kommt nicht, das stimmt. Das Klimageld kommt nicht und die CO2-Bepreisung ist ausgesetzt worden. Wir haben ja das Durcheinander im Augenblick in der Koalition, dass Sie eigentlich nicht wissen, wie Sie eine unglaublich hohe Summe an Subventionen für die privaten Haushalte, Stichwort Heizungsgesetz, und eine sehr hohe Summe an die Unternehmen, Stichwort Transformation. Sie haben eben gesagt, grüner Stahl, alles prima. Nur die Methode, die Sie da anwenden, die führt eben dazu, dass Sie extrem hohe Transferleistungen aus den öffentlichen Kassen leisten müssen. Es gibt eine bessere Methode. So, und an der Stelle haben wir eben nicht nur einen Dissens im Kleinen, hinterm Komma, was können wir da, Milliarden da oder... Sondern, sprechen Sie mit den Stahlunternehmen? Ich habe mir meine Frage gemacht. Selbstverständlich haben wir mit denen Kontakt. Selbstverständlich haben wir mit denen Kontakt. Und die glauben, dass sie über den CO2-Preis die Transformation stemmen können? Schauen Sie, einer der von Ihnen am häufigsten zitierten Wissenschaftler ist Herr Professor
Außenminister Edenhofer. Und der hat am letzten Wochenende im Vorgriff auf die Klimakonferenz in Dubai jetzt noch mal sehr klar gesagt, wie das auf der Welt zurzeit läuft. Und hat das sehr gut begründet. Und das ist nun kein Parteigänger der CDU, sondern ist einer der führenden Klimaforscher unseres Landes, der genau an dieser Stelle gesagt hat, der Mantel wird falsch eingeknöpft von Ihnen. Ich sage es mal mit meinen Worten. Sie machen es falsch und das löst einen extrem hohen Subventionsbedarf aus. Und den kriegen Sie nicht finanziert und das wollen Sie so eine Schuldenbremse lösen. Und an der Stelle sagen wir einfach, nein, das geht so nicht. Okay, aber der Frau Illner ist aufgefallen, dass Sie ein bisschen einen anderen Pfad genommen hatten. Ich wollte Sie Ich rede über das wirklich wichtige Thema. Okay, ich wollte gerne trotzdem fragen, ein paar weniger Ausländer, ein paar weniger Ukrainer, ein paar mehr weniger Arbeitslose und dann ist unser Kassenproblem gelöst? Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Nur, ich sag mal, wenn wir 100.000 Arbeitslose mehr im Arbeitsmarkt hätten, wären das 3 Milliarden für die öffentlichen Kassen, die wir einsparen. So, das heißt also, wir hätten einen enormen Hebel, wenn wir einfach die Beschäftigungsquote in Deutschland erhöhen würden. Wir müssen qualifizieren, da wird Geld gekürzt. Wir müssen Sprachkurse machen, da wird Geld gekürzt. Wir haben zurzeit ein massives Problem im Wohnungsmarkt, natürlich wegen der hohen Nachfrage, auch durch den Zuzug, durch die Einwanderung. So, aber das sind alles komplexe Probleme. Wenn wir jetzt mal etwas auseinanderhalten, was läuft da falsch im Arbeitsmarkt, glaube ich, dass wir eine Menge anders machen könnten. Wenn wir mal die Frage stellen, was läuft in der ganzen Klimatransformation falsch, ist das ein völlig anderes Thema. Da, glaube ich, können wir auch eine ganze Menge anders machen. Ich verstehe gar nicht, warum Sie dem Bürgergeld zugestimmt haben. Wir haben nicht zugestimmt, sondern wir haben ein Vermittlungsausschussverfahren gehabt, Frau Essen. Das wissen Sie ganz genau. Und da haben wir einen Kompromiss mit Ihnen machen müssen, weil wir wenigstens das Prinzip fördern und fordern vom Grund her in das Gesetz reinhalten wollten. Und die Anhebung des Bürgergeldes, die Sie jetzt machen, haben Sie nicht von uns, das machen Sie. Nein, haben wir nicht zugestimmt. Aber wir haben einen Kompromiss zugestimmt, den wir im Vermittlungsausschuss mit Ihnen gemacht haben, damit wenigstens das Grundprinzip fördern und fordern im Bürgergeldgesetz erhalten wird. Das ganze Gesetz ist von der Grundauslegung falsch. In der ersten Abstimmung vor dem Vermittlungsausschuss haben Sie den Regelbeitrag. Wir haben nur der Anhebung des Regelsatzes in der Sozialhilfe zugestimmt und das war auch richtig. Eine Teilhabe, es braucht ein Existenzminimum, da gibt es Gesetze. Da gibt es auch ein Verfassungsgerichtsurteil. Jetzt, es gibt Verfassungsgerichtsurteile, das hält Herr Merz auch ein. Und wir haben eine schöne letzte Frage an Robin Alexander. Wo würden Sie eigentlich sparen? Was ist die unnötigste Subvention in Deutschland? Es gibt ganz viele, ne? Weil es ist gar nicht so, dass diese ganzen Transfers nur an arme Leute gehen. Die gehen in die Mittelschicht. Also wir hatten in diesem Jahr hatten wir eine Subvention für Leute, die schon eine Immobilie haben, schon einen Carport haben, schon ein Elektroauto haben und eine Ladestation, dass die sich auf den Carport noch die Solarzelle setzen können. Diese hat nur 300 Millionen gekostet, kann man sagen, ist jetzt zu klein für unsere Runde. War in einer Nacht ausgebucht. So, und das sind alle, die das gebucht haben. Ich gönne denen das alles. Super, aber musste das vom Steuerzahler bezahlt werden? Nein. Oder jetzt Bereinigungssitzung. Der Plan, das Elterngeld, also das Geld, das junge Eltern kriegen. Das ist nämlich, je mehr man vorher verdient hat, desto höher ist das. Also es ist umgekehrt. Das hatte schon seinen Grund. Umgekehrt, ja. Alexander, das hatte schon seinen Grund. Nein, man kann sich fragen. Die Idee war, das nicht mehr Leuten zu zahlen, die 300.000 Euro versteuertes Einkommen im Jahr haben, ist ja jetzt wirklich nicht wenig. Und die dann sondern eben nicht arbeiten, nicht? Das war doch die Gegenleistung. Und in der Bereinigung haben wir gesagt, das schaffen wir nicht, das ist uns zu hart. Also wir zahlen, jeder, der arbeiten geht, zahlt das Elterngeld für Leute, die 200.000 Euro im Jahr selber versteuern. Und da muss man doch sagen, und das ist jetzt nicht redlich, was Sie hier machen. Das Elterngeld wird für diejenigen bezahlt, die eben eine gewisse Zeit, oder Väter, nicht arbeiten und dann eben dieses Gehalt nicht mehr bekommen. Und das war ja genau die Absicht, auch Akademikerfamilien, die gut verdienen, es zu ermöglichen, mal eine Zeit lang sich für die Kinder auch einzusetzen. Ihre Partei ist eingetütet hat mit Frau von der Leyen. Ja, das war aber der Effekt, dass ein Staat, der überlegt, wo kürze ich beim Bürgergeld, sagt, bei den wirklich hohen Einkommen, wir reden nicht über die Frau, die an der Uni nicht fest angestellt ist. Wir reden über Leute im richtig hohen Bereich. Müssen wir die zusätzlich in dieser Höhe subventionieren? Und diese Frage kann man stellen. Und die stellen kann wir... Kann aber auch zu unterschiedlichen Antworten man kann zu sind wir schon und auch dafür sind wir dankbar. Sowieso ein großes Dankeschön für die Sendung heute. Markus Lanz hat Jürgen Trittin zu Gast. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag wieder, 22.15 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und nochmal ein großes Merci für die Runde. Kommen Sie gut durch den Abend. Ciao.